Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video von mir, Freunde. Und zwar habe ich hier schon einige Sachen vorbereitet und ihr seht es auch bereits im Titel eingeblendet. Ich mache heute eine Pizza ohne Rezept backen Challenge. Lit, oder? Nein. Wir waren im Supermarkt und ich habe mir dort Weizenmehl schon mal gekauft, ich habe mir Zucker gekauft, ich habe mir eine Tomatensoße gekauft, ich habe mir auch Ananas und Schinken. Hat einer von euch Schinken gegessen? Wer hat Schinken gegessen? Ich wollte so eine coole Pizza Hawaii machen und jetzt ist ja so zwei Scheiben Schinken noch. Aber das war geil, oder? Der riecht. Ach, Sarah. Der ist echt lecker. Spasti. Wir haben hier noch Mozzarella-Käse, ich habe noch Salz, Olivenöl. Sarah, wieso brauchst du jetzt mein Wasser hier für die Pizza? Jule ist hinter der Kamera und Jule hat mal wieder ein Rezept zwar vorbereitet und auch geöffnet. Das heißt, wenn ich komplett verkacken sollte, kann sie immer noch eingreifen. Ich würde sagen, ich fange jetzt allerdings erstmal an, den Teig zu machen, weil ich habe mir hier natürlich nicht so einen Fertigteig gekauft. Das wäre natürlich zu einfach gewesen. Der Käse kommt auf jeden Fall drauf, bevor wir das Teil in den Ofen schieben. Die Tomatensoße kommt auch erstmal drauf. Wenn der Teig fertig ist, die Ananas genauso und der Schinken auch. Das heißt, mögt ihr eigentlich Pizza Hawaii, Freunde? Pizza Hawaii ist ja so ein Thema irgendwie bei Italienern. So, oh, feine Bilder. Und Pizza, Pizza Hawaii ist keine richtige Pizza. Ich feiere Pizza Hawaii eigentlich. Ich würde sagen, ich fange jetzt allerdings erstmal an mit dem Teig. Und zwar habe ich hier extra Backhefe gekauft, weil ich weiß auch von meiner Mom früher, dass man einen halben... Was guckst du so? Oder mehr? Ja. Was? Bah! Hm. Hey Luca, ich glaube sogar zwei davon. Zwei? Sandra, wie willst du die Pizza backen? Ja, drei Hefedinger. Drei! Ich arbeite in der Pizzeria. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall diesen Hefe-Scheiß. Der kommt auf jeden Fall hier rein. Dann als nächstes würde ich sagen, muss da ein bisschen Wasser. Ja? Nein? Sarah, die Hefe stinkt so wie dein Zimmer. Sarah, möchtest du mal schauen, wie meine Pizza bisher aussieht? Das stinkt übelst. Apropos Tiefkühlpizza, viele Leute denken, bah, ist das ekelhaft. Machst du das auch immer so, Sandra? Ja. Sandra hat noch nie eine Pizza. Was ich ja sagen wollte, Freunde, ich habe ja schon meine Pizza rausgemacht, eine kleine Pizza Margherita, die ich sehr, sehr geil fand. Und wir hatten jetzt letztens ein Meeting und haben beschlossen, dass wir eine zweite Pizza machen werden. Das heißt aber an der Stelle, dass ich auf euch angewiesen bin. Also was esst ihr selbst am liebsten für eine Pizza oder was könntet ihr euch cool auf einer Pizza vorstellen? Also schreibt das mal gerne unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, dass wir jetzt mal weitermachen hier mit diesem Teig. Bisher sieht der ja schon echt, Jule ist so ein beschissener Kameramann, ne? Das heißt, wir machen jetzt weiter diesen Pizzateig hier. Als erstes kommt da allerdings, oder als drittes mittlerweile, wir haben ja Wasser haben wir schon drin und Hefe auch. Jetzt kommt da noch ein bisschen Mehl rein, Freunde. Weil das Ganze muss natürlich auch irgendeine gewisse Konsistenz haben. Das ist natürlich hier kein Flüssigteig oder irgendwie so. Das heißt, ich würde sagen, Jule, du kannst mir wieder mal so ein bisschen helfen hier. Wie viel Mehl würdest du da reinpacken? 2000 Jahre später. Ich wollte gerade sagen, Jule, möchtest du auch mal was sagen? Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Da das Ganze allerdings nicht nur so nach Mehl und Hefe-Hundekot schmecken soll, habe ich hier auch noch ein bisschen Zucker vorbereitet. Das heißt, da gehe ich jetzt mal ganz kurz hier mit einem Löffel rein. Das heißt, ein Löffel Zucker würde ich sagen, hauen wir da auch noch rein. So, jetzt haben wir das hier. Dann mache ich da auch noch mal ein bisschen Salz hier rein, damit das Ganze auch ein bisschen salzig ist. So sieht das Ganze hier jetzt mittlerweile aus. Jule, du kannst das auch mal filmen hier vorne. Genau. Genau. So, also, das heißt, ich rühre das Ganze jetzt mal so ein bisschen um und ich glaube, das wird auf jeden Fall. Alter, das sieht voll nice aus. Ich glaube, das wird was. Das. Das. Kein Pizzateig aus. Stopp. Junge, das ist unmenschlich viel Mehl, ne? Das waren locker 250 Gramm Mehl, die da jetzt drin sind. Aber okay, gut. Rühren wir mal noch weiter ein bisschen um. Pizzateig ist halt echt so ein bisschen härter. Aber Alter, Jule, das ist jetzt einfach nur noch Mehl. Sandra, du bist doch Pizzabäcker. Kannst du mir mal helfen? Gar nicht mal so schlecht, Freunde. Ehrlich? Wieso Freunde? Ich war das allein. Sarah will den Teig schon mal probieren hier vorne. Das heißt, Sarah, wir sind auf jeden Fall gespannt auf deinen ersten Geschmackstest. Sag doch nicht! Es ist noch nicht fertig! Jule will jetzt hier unbedingt diesen Teig durchkneten, keine Ahnung warum. Diesen Messbecher, ich hab... Was? Kannst du mal deinen Hut aufsetzen, wenn du hier schon backst? Damn, it feels good to be a gangster. Ich würde sagen, den Ofen packen wir auf Betriebsarten Ober-Unterhitze und auf 210 Grad. Dann geben wir Olivenöl.
Sag mal, hast du nicht eine Ratte ab oder was? Wird falsch. Der hat dir nichts getan. Ich halte nun zum ersten Mal diesen Teig in der Hand, Freunde. Der ist hart geil, ne? Der ist, guck mal. Digga. Digga, der klebt ja. Hä, der klebt viel zu krass, oder? Nee, Freunde, ich lass das so. Sarah, film mal hier vorne jetzt das Blech hier. Ich glaube, nein, wir brauchen gar kein Backpapier. Doch, safe. Da wir den Teig jetzt mehr oder weniger fertig gemacht haben, würde ich sagen, ich lasse den jetzt einfach mal aufs Blech drauf putzen. So. Sieht so scheiße aus. Sieht so ekelhaft aus. Wann habe ich das bei dir auch immer so aus? Sandra backt. Also ich finde ganz im Ernst, so schlimm sieht es nicht aus, jetzt wo ich das gerade hier noch... Das sieht echt schon scheiße aus, ne? In der Tat. Also wir haben jetzt die Pizza hier auf dem Backblech drauf liegen. Das heißt, ich wasche mir jetzt schon mal die Hände und als nächstes kommen wir dann zur Tomatensauce und zum Teig. Zum Käse, meine ich. Da wir nun hier die Pizza so schön auf dem Backblech liegen haben, ist der nächste Schritt natürlich, dass wir erstmal Tomatensauce drauf klatschen. Das heißt, ich kann da schon so drauf kippen, oder? Ja. Freunde, hier kommt die schöne Tomatensauce drauf. Ich finde, das sieht nicht so kacke aus dafür, dass ich den Teig selbst gemacht habe. Natürlich hätte ich jetzt auch noch die Tomatensauce selber machen können und den Käse selbst aus Milch und so einen Scheiß, aber naja. Wir sind ja nicht beim Qualitätsfernsehen. Tomatensauce ist drauf, Freunde. Das heißt, als nächstes hauen wir hier den Käse, ja, Erstkäse, ne? Als Käse haben wir hier natürlich schön Mozzarella-Käse ausgewählt. Das heißt, den streue ich hier jetzt so richtig schön drüber, so wie man das als Pizzabäcker halt wirklich macht. Also der Käse ist jetzt auf jeden Fall auch drauf, Freunde. Hier, den Rest kannst du auch essen, Sarah. Das heißt, wir kommen jetzt endlich mal zu dem Belag. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die Ananas schön raus. Alle schon so, Ananas. Hier, die Ananas können wir jetzt auch noch so entspannt eben kurz durchschneiden in so ein paar gleich große Stückchen hier. Die kommen dann natürlich auch noch drauf. Ich weiß, Ananas ist so eine Sache auf der Pizza. Da sagt man, okay, ist geil, schmeckt geil, fruchtig. Das bin zum Beispiel ich, der sowas sagt, aber andere sagen auch, nee. Die ist richtig geil. Jetzt auf jeden Fall noch der Schinken hier. Hinter den Kulissen wurde gerade schon gelacht, weil angeblich die Hefemenge, die ich reingepackt habe, eventuell leicht zu viel ist. Also wir werden mal sehen, wie das Ganze dann gleich im Ofen ausschaut. Leider ist jetzt nicht so viel Schinken hier mehr übrig, weil, wie gesagt, einige Menschen hier haben schon Schinken gegessen. Der Ofen ist schon vorgeheizt, Freunde. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Pizza, die sieht jetzt gerade so aus. Die habe ich ganz alleine selbst gepackt. Das heißt, wir schieben das Tablett jetzt hier rein und bam, stellen den Ofen ein. Auf wie viele Minuten? 10? 16, 17. Sandra, Alter. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal 14 Minuten und dann schauen wir mal, wie die Pizza gleich aussieht, wenn das hier fertig ist. 3 Wochen später. Lange Zeit haben wir gewartet, meine Damen und Herren. Die Pizza ist fertig und sie sieht... Alter. Die sind so fett. Die ist ja so fett geworden. Wir nehmen jetzt mal die Pizza hier raus, beziehungsweise irgendwie eher unser Fladenbrot. So sieht das Ganze jetzt aus. Es sieht aus wie eine Pizza, aber... Boah. Also war schon ein bisschen zu viel Hefe. Ich würde sagen, wir schneiden die ganze Pizza jetzt hier mal auf. Deswegen nehmen wir hier mal ein Messerchen und eine Gabel. Sarah meinte gerade nicht, dass das Ding nach Hefe schmeckt, weil dann wäre es richtig, richtig ekelhaft. Ich nehme jetzt einfach mal hier so ein Stück, und zwar dieses Randstück. Und habe sogar schon einen Teller vorbereitet. Die Pizza ist hardcore heiß auf jeden Fall. Noch so ein bisschen Oregano darüber, damit das Ganze auch ein bisschen schön aussieht, Freunde. Und jetzt kommt der erste Biss, den ich dieser Pizza gebe, die ich ohne ein Rezept gebacken habe. Geil. Ehrlich? Ich sag doch, ich bin der Durchmesser. Ich hab's wieder hinbekommen. Ich hab's hinbekommen. Und was sagt die Pizzabäckerin zu der Pizza? Boah, das ist echt gut, ne? Also wir werden die Pizza hier jetzt auf jeden Fall noch aufessen, Freunde, weil ganz im Ernst, es ist echt hardcore geil geworden, diese Pizza. Wo filme ich denn hin? Da ist die Pizza, da ist die Pizza. Die ist echt richtig gut. Was würdet ihr der Pizza für eine Zahl geben zwischen 1 und 24? 20. Danke. An der Stelle möchte ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat und ich eventuell nochmal etwas kochen soll, etwas backen soll ohne Rezept, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Schreibt mir auch in die Kommentare, was eure Lieblingspizza ist, beziehungsweise was ihr gerne auf einer Pizza als Topping esst. Uns ist gerade noch aufgefallen, dass diese Pizza echt exakt so schmeckt, wie die Pizza von Pizza Hut. Also wahrscheinlich könnte ich da demnächst mal anfangen. Aber dafür, dass ich die Pizza wirklich ohne Rezept gemacht habe, finde ich, geht sie echt klar. Deswegen, Freunde, lasst ein Like da und wir... Tschüss. Das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen.